Dieses Insekt hat mir den schmerzhaftesten Stich aller Zeiten verpasst. Ich zeig dir mal, was passiert, wenn ich sowas sticht. Die Attentäterwanze ist die größte an Land lebende Wanze der Welt und zugleich ein sehr effizienter Räuber. Ein so kleines Heimchen hat nicht den Hauch einer Chance. Sie können es sogar mit Beutetieren aufnehmen, die größer sind als sie selbst. Die Stiche, die sie austeilen, können sehr unangenehm werden. Selbst die Kleinen hauen bereits richtig rein. Au, du Kleiner! Jetzt wurde ich gestochen. Das war mein erster Stich, der mir nicht viel ausgemacht hat. Den zweiten Stich habe ich einige Monate später von einem erwachsenen Tier bekommen. Und der war nicht mehr so lustig. Das Gift dieser Wanzen zerstört Körperzellen. Außerdem beinhaltet es einige extrem wirksame Nervengifte, die die Beute innerhalb von Sekunden außer Gefecht setzen. Einige dieser Nervengifte besitzen sogar ähnliche Eigenschaften wie das Gift von Kegelschnecken. Und Kegelschnecken gehören zu den giftigsten Tieren der Welt. Die Giftdrüse der Wanzen besteht aus zwei Teilen. Interessanterweise produzieren diese beiden Teile unterschiedliche Komponenten. Zum Jagen benutzen sie häufiger das Gift aus dem hinteren Teil der Drüse und zur Verteidigung verwenden sie das Gift aus dem vorderen Teil. Die Verteidigungsstrategien von Wanzen sind aber sehr vielfältig. Andere Wanzen versprühen einen extrem übel riechenden Geruch. Stichwort Stinkwanzen. Ich habe mal Früchte gegessen, auf denen eine ganz kleine Stinkwanze drauf war. Und diese Stinkwanze habe ich dann versehentlich zusammen mit der Frucht in den Mund genommen, woraufhin die Stinkwanze ihr gesamtes chemisches Arsenal in meinem Mund verteilt hat. Die genauen Details möchte ich dir jetzt ersparen, nur so viel. Mein Magen fand das nicht cool. Und das war eine der ekelhaftesten Erfahrungen, die ich jemals machen durfte. Dennoch finde ich Wanzen ziemlich interessant. Es gibt viele verschiedene Arten. Insbesondere die räuberischen Arten sind ziemlich cool. Diese hier könnte vielleicht sogar bei dir leben, ohne dass du etwas davon mitbekommst. Ich zeige sie dir am Ende des Videos noch genauer. Nun aber zurück zum eigentlichen Star dieses Videos. Attentäterwanzen sind in Westafrika verbreitet. In Europa werden sie nur von einigen Verrückten als Haustiere gehalten. Wie zum Beispiel von mir. Ich habe vor diesen Tieren einen gehörigen Respekt. Siehst du, die beiden streiten sich gerade um ihre Beute. Hier möchtest du nicht den Finger dazwischen halten. Schau dir mal diese Stacheln auf ihrem Rücken an. Zusammen mit den Farben sehen sie aus, als kämen sie direkt aus einem Science-Fiction-Film. Diese Wanzen sind nicht aggressiv. Wenn du sie in Ruhe lässt, stechen sie nicht zu. Selbst wenn man versucht, sie zu ärgern, stechen sie nicht zu, sondern gehen einfach weg. Und wenn die Tiere ihre Geschlechtsreife erreichen, wachsen ihnen Flügel und dann können sie auch noch fliegen. Wie cool ist das bitte? Ja, was passiert, wenn wir Menschen geschlechtsreif werden? Unsere Stimme verändert sich und wir bekommen zusätzliche Haare an irgendwelchen Körperstellen. Wow, was für eine tolle Eigenschaft. Danke, Evolution. Wenn so ein Tier durch die Gegend fliegt, hört sich das an, als würde ein kleiner Hubschrauber durch dein Studio fliegen. Ein Kampfhubschrauber, der mit einer Giftspritze bewaffnet ist. Wir haben schon vorhin gesehen, was das Gift bei den Beutetieren anrichtet und auch bei Menschen entfaltet es seine Wirkung. Da war eine tote Wanze im Terrarium und als ich sie mit den Händen genommen habe, habe ich festgestellt, dass sie nicht tot genug war und sie hat mich direkt gestochen. Sofort nach dem Stich setzte ein heftig brennender Schmerz ein, als ob eine rostige Nadel in deinem Fleisch stecken würde. Binnen Minuten breitete sich der Schmerz auf meine ganze Hand aus und alles wurde rot. Nach einer Woche war alles wieder vorbei, aber nochmal brauche ich sowas auch nicht haben. Schmerzhaft kann auch der Stich dieses Tieres werden. Diese Wanze könnte auch bei dir leben und benutzt einen ziemlich raffinierten Trick, um zu überleben. Wenn du sehen willst, was das für ein Trick ist und was ihr Gift mit ihren Beutetieren macht, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis zum nächsten Mal.